just trying to talk about where we're going before we get lost. Let me out thoughts, can't get where we are without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Mal los, was weißt du über Luis Sepulveda? Ich weiß nicht. Willst du lernen oder nicht? Ich lerne doch gerade. Ich studiere quasi. Ich frag mich echt, wie du es geschafft hast, trotz Spicker durchzufallen. Bin ich durchgefallen? So eine Nachprüfung. Mhm. Ich war abgelenkt. Hast du mir ein schlechtes Gewissen, Mann? Was? Nee, auf keinen Fall. Hm. Vielleicht solltest du doch lieber mit Amira lernen. Ich will echt nicht, dass du durchfällst. Ich fall nicht durch. Okay. War nice eigentlich. Ich wollte schon immer als Student einen Abiturienten daten. Kann ich dich zur Schule bringen, abholen, dir bei den Hausaufgaben helfen? Gewonnen. Ich freue mich. Worauf? Auf uns. Und alles, was da so kommt. Ich muss lernen. Wie lange dauert es denn hier noch? Sind die vegan? Keine Ahnung. Ist doch egal. Weißt Hast du dir etwa Sorgen gemacht? Du hast einen guten Lehrer, natürlich nicht. Nein, ich bin stolz auf dich. Danke. Ich habe hier auch was Kleines. Warte kurz. Hi! Hey, und wie war's? Ich habe die Prüfung geschafft. Yes! Aber es hätte ich nie ohne Jonas gerockt. Ich gehe kurz, ja? Alles okay bei dir? Klar, alles gut. Voll cool, da. Und? Woo! Yes, ja! Luigi! Hey, you. Over, out und dann! Yeah. Nice! Was denn? Yes! Hat ja auch einen guten Lehrer. Jetzt auf einmal. Was mit Carlos? Der ist ja schon viel zu lang drin. Ist gar kein gutes Zeichen. Hey, mach dir mal keine Sorgen, der packt es schon. Ja, inshallah. 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 Look out my window, out my window, lust for another light. Grass is greener, grass is always green on the other side. Abi-chaka! 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 Okay, Jungs, wollen wir in Kiffen gehen? Ja, auf jeden. Oh mein Gott! Was ist das für ein See. Yeah! Ja, let's go! Let's go! Ja,
sagen, denke ich. Na, ist ja eine richtig geile Party, wa? Ja. Hi, ich bin Stefan. Ha, Tag. Hannas Freund. Matthias Freund. Ja, wir quatschen gerade über Zukunftspläne. Mhm. Ja. Ich mache jetzt ein Gap Year. Ach so, okay. Mhm. Wo denn? Ja, ein Morbid. Ach. Ja. Wollen wir mal gucken, was so drin ist? Cool. Ja dann. Ja, Jungs, viel Spaß. Ja, tschüss. Hey. Gut. Alles gut? Ja. Hallo da. Das Abiball-Paar 2019 sind Matteo Florenzi und David Schreibner. Queen. Steht dir viel besser als mir. Kommst du? Ja. Komm, Jonas, hier kriegst du ein Geschenk. Was macht ihr hier? Ich dachte, die werden in den Tag. So das Beste. Fuck you, Alter. Ja, Vollidiot. Geht, hey. Na, alles gut bei euch? Die Überraschung gelungen, würde ich sagen. Tschüss. Voll cool, was David designt hat. Ja, finde ich auch. Ist halt ein interessanter Typ. Im Gegensatz zu... Ja? Steffen? Na, lästert ihr? Ne? Was soll ich machen? Du kannst doch Sam in der Küche helfen. Die braucht Hilfe. Okay. Bis gleich. Hörst du das? Was? Bist du das? Alter, nee. Oh. Echt jetzt? Ist nicht dein Ernst. Mhm. Musik? Mhm. Ja, wenigstens hat ein Pärchen Spaß. How's it going? Leute, was macht ihr hier? Wieso geht ihr nicht rein? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und bei dir so?
wie läuft es mit deiner Bewerbung? Ganz gut, danke. Ich mache gerade den Bewerbungsfilm fertig. Hm. Top-Film. Echt? Worum geht's? Erzähl mal. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt so in zwei Worten zusammenzufassen. Was kriegst du hin? Worum geht's? Ja, also, es ist halt so ein Konzept mit vielen unterschiedlichen Aliens. Aliens? Mhm. Aliens? Ja, aber halt, also auf den ersten Blick so Aliens, aber auf den zweiten Blick ist halt eine tiefere Bedeutung hinter. Und was? Körperteile, die rumfliegen. Ja. Wie einfallsreich, lecker. Und du? Hä? Was geht so bei dir? Ja, bei mir ist alles prima. Hey! Hey! Na? Jungs, bin ich spießig. Hey, guck mal an, Bier. Das wäre für mich nicht schlimm, ne? Ich. Da seid ihr schon. Wart ihr schon lange? Nee, gar nicht. Ja, wir sind gerade das. Alles jetzt gekommen. Ja, ich zieh mal kurz das Richtige. Ja, wir müssen noch mit dem Vermieter was klären. Ah. Ja. Und wo ist denn der Vermieter? Der war am Telefon. Also, telefonisch haben wir was mit dem geklärt. Aha. Mhm. Wo ist denn eigentlich Carlos? Der schläft, aber ihr könnt ja auch schon mal reinkommen. Carlos schläft. Gott, ja. Hat bestimmt eine anstrengende Zeit. Carlito! Without remorse for causing panic and disgrace. In my eyes. Ich will dir helfen, Adam zu filmen. Nein. So. Nein. Halt. So. So was habe ich mir geangelt. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Hi. Hallo. Ja, danke, dass du bei der Film machst. Ja, klar. Okay. Ich rück dir noch kurz. Ja. So. Wo? Ja. Okay. Matteo, ist eigentlich Mia da? Nee, die ist mit Vicky unterwegs. Verstehe. Alles okay? Ich habe mich gestern von Stefan getrennt. Spaß. Wegen Jonas? Kommst denn du darauf? Nur weil ihr so verliebt wart mit so einem Park. Ich hab's genau gesehen. Wir sind befreundet. Alles klar. Wir auch. Welche Maske ist besser? Die große oder die kleine? Die kleine. Ja, die ist cool. Außerdem steht er gar nicht mehr auf mich. Ja, das kannst du deiner Mutter erzählen. Sorry. Mann, Matteo, wir sind endlich befreundet und ich will es nicht aufs Spiel setzen. Du weißt, wie wichtig mir das ist. Ja, ich weiß, wie wichtig dir das ist. Ich fühle das Alien-Thema irgendwie so gar nicht. Quatsch, das wird voll gut. Ja, kann auch ganz cool werden. Ja, ist okay, dann bist du halt kein Filmemacher. Ich will aber Filmemacher. Ja, dann streng dich ein bisschen mehr an. Ich streng dich an. Du bist so ein Arsch. Mach den Film jetzt. Motivationstrainer. Ich wollte schon immer ein Alien spielen. Sonst musst du selber ein Alien werden, lass jeden Tag ins Büro gehen. Komm. Ich bin bereit. Hör auf zu lachen und mach selber mit. Fängst du mit den ersten Satz an?
Warum nimmst du jetzt zwei Rottöne? Es gibt mehr als ein Rot. Ist das mit Absicht? Was? Ehre wird mit H geschrieben, Adi. Hallo. Hi. Ist Jonas da? Nein. Mia ist nicht da, glaube ich. Ich will nicht zu Mia. Ja, wir wollen jetzt auch gehen, ne, Jungs? Ja, wegen dem Dingsbums. Wohin? Ne? Dein Film. Ach Leute, nicht schon wieder. Also, das ist mir gerade eingefallen. Los, der Tag. Komm. Aus. Aus. Du hast eigentlich keine Frau mehr, weil du so große Nippel hast. Hat Amiras Mama gemacht. Sorry. Habt ihr es gehört? Was? Sind mein Magen, Mann. Ich habe richtig Hunger. Hier. Was denn? Aber du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ja, natürlich, sonst bist du ja nicht hier. Mann! Wir machen jetzt aber nichts Romantisches. Keine Angst. Da-da-da. Okay. Na, hast du geglaubt, du kannst einfach abhauen, ohne Tschüss zu sagen? Oh mein Gott, ihr seid ja alle da! Oh, scheiße, ich hab euch alle gehört! Oh Gott, ihr seid so süß! Das sieht aus wie der Hummus von deiner Mama. Ja, sie hat uns vielleicht ein bisschen geholfen. Also eigentlich hat sie alles gemacht. Okay, sie hat alles gemacht. Das hört sich nach meiner Mama an. Leute, wir haben ja auch noch Sekt. Geil. Ja. Submarine, I come and see you. Baby, let me watch you go to town. It's your one chance, baby, never hold it now. Woo! Guys! Wollte ich aber auch. Aua, ja. Ja, es ist sogar so cool. Okay. Wird das jetzt eine Rede, oder? Nein, 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 also... Nervous. Hallo. Amira, bevor du gehst, wollte ich noch den Film zeigen, an dem ich so die letzten paar Wochen gearbeitet habe. Er ging ja eigentlich mal um Aliens, wie du weißt. Ja. aber er ist jetzt schlussendlich doch was über Freundschaft geworden und wie wir das alle gemeinsam schaffen. Oh. So. Schweine. Dieser Film ist für euch. Oh.
Ich habe mir einfach überlegt, was mir wirklich wichtig ist und was mich so im letzten Jahr beeinflusst hat. Und das war für mich definitiv Freundschaft. Und was es bedeutet, andere Leute zu haben, die für einen einstehen. Also Luigi ist der bescheuertste, beste Freund, den man haben kann. Aber ich liebe ihn. Ich bin da und deswegen hast du alle Zeit der Welt. Alle auf einem Haufen. Dass ich wirklich was zu tun und ins Handeln zu kommen, Mut den Älteren zu zeigen. Dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir so leben können, wie wir es gerne wollen. Ich habe nicht so Angst vor der Zukunft, also nicht mehr, weil ich mir jetzt denke, viel Spaß machen und dass ihr such dir Freunde, die dich dabei unterstützen. Wenn ihr was verändern wollt, wird es immer an alle Leute da draußen, die Druck schauen und die sich in irgendeinem Charakter irgendwie ein bisschen wiederfinden. Wir alle sind die Jugend, die entscheiden kann, wer wir selber sind und seid, wer ihr seid. Lasst euch nicht einschränken, lasst euch nicht von irgendwem erzählen, dass ihr euch irgendwie anpassen müsst. Lasst euch nicht verändern.